Hey ho und willkommen zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Zusammen mit der Random Hi! So. Ich dachte, du wartest, dass ich Phasmophobia soll. Nee, ich muss halt eine Weile drehen. Ich wünschte auch, das wäre nur ein Knopf, das würde dann schneller gehen, aber dann drehe ich halt ein halbes Jahr lang. Kannst du dir nicht irgendwie so Tastenbelegung oder sowas machen? Ich weiß nicht, weil das ist ein Regler, den ich drehen muss. Das Ding hat keinen Treiber oder so, das ist einfach nur so ein Plug-and-Play-Ding. Are you ready for... Was machen wir nochmal? In die Straße, aber im Profi-Modus. Oh mein Gott, da steht Profi! Oh mein Gott! Sind wir uns sicher, dass wir wirklich nicht beide sterben? Also, dass ich nicht sterbe. Weil ich habe Bewegungssensor, Audiosensor und Infrarot. Dann nimm mal nur Bewegungssensor. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt dann mehr Geld kriegen, wenn wir überhaupt einfach nur einen Auftrag machen. Also wir kriegen das, was wir normalerweise bekommen, mal drei. Wir kriegen, egal was da rauskommt, das Ganze dann dreifach. Also du machst jetzt nichts. Wenn jetzt eine Aufgabe ist mit Bewegung, zum Testen lasse ich mal die da. Nimm einfach nur Bewegungssensor mit, dann wissen wir auch direkt, wie Bewegungssensor aussieht. Nein, es wird alles gut. Was anderes ist im Profi-Modus. Ja, wahrscheinlich 30 Sekunden Zeit oder so. Ich könnte mir noch eine Stufe, was soll noch Schlimmeres kommen? Ist das neu? Es kann regnen? Hä, das hatten wir schon mal. Ja. It's raining mehr. Ja, das hatten wir schon mal, aber ganz am Anfang nur. Art des Geistes. Oh nein, entkommen im Geist während der Jagd. Gut, das machen wir nicht. Geister-Event und oh nein, haben wir ein Kruzifix. Kruzifix. Ja, oh mein Gott, du bist immer auf alles vorbereitet. Margaret. Oh, nicht schon wieder so ein Name. Margaret. Taylor. Oh mein Gott, wir können nicht sagen, ob der Geist auf Einzelpersonen oder Gruppen reagiert. Das ist neu. Sie müssen das vor Ort herausfinden. Sprechen Sie im Namen des Geistes, um mich zu verärgern. Ja, den Rest kennen wir schon. Lol. Und guck mal, wie viel Zeit wir übrig haben. Wir haben gar keinen Timer. Ja, genau, das wollte ich sagen. Geil, oder? Nice. Ich habe Angst. Gut, das heißt, wir können so viel Zeit verschwenden, wie wir wollen. Das heißt, wir gehen rein, er fängt sofort an zu jagen und wir... Nein, warte, ich call sonst. Ups. Ich mache jetzt so ein Versprechen, okay? Oh. Ich werde diese Folge nicht ohne Taschenlampe reingehen. Wow, oh mein Gott, Melly. Das klingt super. Jetzt sind wir eins. Wir sind zusammen erleuchtetes Licht. Oh, die Straße ist neu. Ah, nein, doch nicht. Oh, guck mal. It's rain a man. Oh, Halleluja. Er hat mir das Haus. Ist das einstöckig? Was ist das denn für ein Haus? Er kann direkt jagen. Ja. Oh, guck mal, erinnerst du dich? Ja. Oh, wir waren lang nicht mehr hier. Das hat sich geschrien. Hey, das war das erste Mal, dass ich geschrien habe. Ja. Lichter sind aus. Autoschlüssel mit. Okay, dann gehen wir Lichter anmachen. Ich weiß, glaube ich, wo. 7 Grad. 4 Grad. 3 Grad. Da waren Knochen auf dem Boden. Du hast ein Foto gemacht. Knochen auf dem Boden. Hier ist kein... Hä? Warum nicht hier? Der ist doch immer hier. Hier, wir haben ein Problem. Das war ich, das war ich. Hast du das? Ja, ich. Oh mein Gott. Wo ist denn hier Licht, ey? Ah, Tür ist aufgegangen. Okay, habe ich gerade nicht gehört. Hier gibt's einen Keller? Hier ist ein offener... Ja, ich hab's gefunden. Okay, warte, wo bist du? Ah, da unten. Oh mein Gott, nein. Hast du angemacht? Ja. Okay, gut, komm hoch. Wie einfach instant das Licht aus ist. Das, Ich glaube, der ist hier irgendwo. Kommst du? Ich bin nicht alleine gehen. Ja, ich hab die Box kurz genommen. Was willst du machen? Ach. Weiß ich nicht. Hast du hier aufgemacht? Ja. Ich denke, er ist hier ungefähr. Bist du da? Ich glaube, mein Thermometer ist kaputt. 9 Grad, der ist hier. Wo bist du? Ja, am Eingang. Bist du da? 12, 11, ah! Tür. Er hat nur die Tür zugemacht. Tür, die... Das geht auch? Wieso die Eingangstür? Ich wusste gar nicht, dass sie einfach nur die Tür zumachen können, lol. Das wusste ich auch nicht. Ja, aber okay, er hat nicht geantwortet. Weißt du überhaupt, wo der Raum ist? Es ist echt kalt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist irgendwo links. Also hier direkt links. Ich komme hinter dir. 10 Grad, das hier irgendwo. Ich will gar nicht reden, weil ich glaube, jedes Mal, wenn ich rede, geht ein bisschen von meiner Sanity runter. Ja, gut.
Ich glaube, das bestätigt es. 15 Grad. 10 Grad? Es ist überall kalt. Ja, es soll ja, glaube ich, auch schwerer sein. Jetzt macht's auch Sinn. Aber hier war irgendwie am kältesten, als wir hier mal vorbeigelaufen sind. 15 Grad. Minusgrad! Ja. Hier drin, also. Hier drin. Bist du da? Nee, nichts erkannt. Okay, wir holen mal den nächsten Stuff. Wir können es nicht genau EMF hat auch überhaupt ausschließen. Nicht aber ich würde schon mal anderes Zeug nehmen. Okay, gut. Ich dachte gerade. Ja, es ist ja Profi-Modus. Oh. Vielleicht braucht man ein bisschen länger, bis dann mal was passiert. Ja, ich nehme das da mal mit. Was war's? Gefriertemperatur. Ach so, stimmt. Gespenst, Phantom, Banshee, Mare, Dämon, Yurei. Oh nein. Hast du gerade Dämon gesagt? Ja. Ich bleib mal auf Banshee. Banshee? Ja, keine Ahnung. Geister-Event? Wir haben schon eine Aufgabe. Guck mal, schon $30 gemacht. Easy. Kruzifix, ich mach den nächsten. Ja, ich schau mal nach Fingerabdrücken. Okay. Ich glaube, das ist easier. Also Fingerabdrücke sollten deutlicher sein als Ding, oder? Also ich würde schneller rein und raus gehen. Also rein, Buch hinlegen, du guckst kurz ein bisschen nach Handabdrücken und so. Und ich schmeiß Kruzifix vor die Tür. Okay. Der macht echt viel. Krass. Haben wir auf unsere Sanity geguckt? Nee, wahrscheinlich nicht. Geh. Oh. Schreib ins Buch! Schreibe ins Buch. Dankeschön. Ich habe einen Schritt genau neben mir gehört. Ja. Ja, ja. Ich habe einen Schritt neben mir gehört. Ich habe keinen einzigen Fingerabdruck gesehen. Ich nehme als nächstes die Kamera mit. Das heißt, du machst dann Licht aus, okay? Wenn wir aus dem Raum rausgehen. Ich mach mal Salz, weil daraus können wir auch welches ausschließen. Ja, stimmt. Kann ich Salz mitnehmen. Strom zu entziehen hinter den Gin. Ach, guck mal. Da steht gar nicht, wenn Strom aus ist, ist es kein Gin, sondern wenn wir den Strom ausmachen, hat er keine... Ort, seine Strom zu entziehen hinter den Nutzen seiner Fähigkeit. Oh, das heißt, beim Gin sollten wir Strom ausmachen. Ja, aber woher wissen wir denn... Oh mein Gott, ich dachte immer, das wäre richtig perfekt, so wenn es nicht... Strom aus, kein Gin. Ja. Ah, schade. Also, jedes Mal so... Ach, Strom ist aus, kein Gin. Ja, wir sind genial. Oh mein Gott. Jetzt stell dir vor, diese ganzen Phasmophobia-Pros. Die sich das angucken. Also, oh mein Gott, sind die dumm. Ja, das sind wir. Aber wir sind auch charmant. Wir sind die Swing-Testers. Wenn der jagt, gehen wir in einen Wandschrank. Okay, direkt hinter uns ist einer. Ich gehe mal hier an dieses Ende. Hab's an. Drück F. Jetzt machen wir hier die Lichter. Oh, der ist hier! Ja, ich hab das. Der ist hier drin, der ist gerade reingekommen. Licht aus, raus und raus. So. EMF 2. Ah, ja. EMF 4! Lichter. Ja, EMF 4. Oh. Ich hab so Angst gehabt, dass die, als die Tür zuging. Ich auch. Hab die Hand mit. Ich auch. Oh, aber ich wollte es mir nicht anmerken lassen. Ich hasse es. Wir sind so bescheuert. Ich weiß nur, dass ich immer dieselbe Reaktion habe, wenn irgendwas passiert. So, Mel! Komm schon. Ja, oh. Bitte. Vielleicht solltest du doch eine andere Kamera direkt in der Tür in den Raum schauen, aber schon noch im Raum. Also direkt im Türrahmen, aber im Raum, dass man den Boden sieht. Warum? Ich habe irgendwas mal gelesen, dass irgendwie der Boden, man sollte die Kameras auf dem Boden platzieren oder sowas, dass du alles siehst. Okay, dann nochmal rein. Warte, die ist durch Sand gelaufen. Durch Sand gelaufen, genau. ja. Das heißt, es ist kein Gespenst. Kein Gespenst. Ja. Kein Writh. Ich habe jetzt gedacht, die stellen wir in den Flur oder so einen Bewegungsmelder, damit wir sehen, wenn die aus ihrem Zimmer kommt. Ah, klug. Oh, guck mal, hier draußen auch. Guck mal, siehst du das? Ja. Sie hat immer noch nicht ins Buch reingeschrieben. Und sie hat überall sie reingetreten. Läuft. Ja, die läuft hier rum. Ja. Ja, das heißt, eigentlich kann es ja nicht Buch sein, sonst hätte sie ja schon reingeschrieben. Ja. Oder? Ich oder denk... ist es jetzt das andere Ding? Ja, ich warte einfach mal ab noch. Ich nehme nochmal die Geisterbox dann mit. Ist der Pro-Modus jetzt was anderes? Hä? Es war doch an. Ich schwöre, es war an. Auch gedacht. Guck, siehst du, es leuchtet grün. Oh, die ist hier. Die ist gerade eben hier gelaufen. Weil der Bewegungssensor ist angegangen. Ich glaube, wenn du dran vorbeiläufst, keine ist es auch aktiviert. Müssten wir direkt sehen. 3. Okay, raus hier. Mach mal ein Foto von dem Fußabdruck dann.
Die Kamera ist. Siehst du, irgendwie ist buggy, weil ich hab's ja hingestellt. Oh. Also ich nehme die Box dann wieder mit, weil ich weiß nicht, was sonst. Ich glaube, der reagiert vielleicht alleine. Vielleicht antwortet er deshalb nicht. Traust du dich? Schreib ins Buch. Ich wollte gerade sagen, traust du dich kurz hier vorne alleine zu sein, während ich da drin frage? Ja. Bist du da? Okay, nee, nichts erkannt. Mach mal Licht aus und Tür zu. Bist du da? Ja. Komm, wir gehen raus. Es war Box. Ich wusste es. Licht aus, Tür zu. Der reagiert auf alleine, Leute. Also ich habe mir nur ein bisschen in die Hose gemacht. Der reagiert auf alleine, Leute. Ja, das... Okay. Gespenst, Meer, Dämon. Also entweder ein Meer oder ein Dämon. Ich glaube, es ist ein Meer. Dämon hat schon... Ich habe Angst vor Dämonen. Das muss Geisterorb sein. Gespenst ist es auf jeden Fall nicht. Hundertprozentig. Ist es Dämon oder Meer? Ja, aber ein Dämon hätte das schon längst angegriffen. Meer war das mit Dunkelheit, ne? Gespenst kann es nicht sein, also Meer oder Dämon. Christoph! Weißt du? Der war gerade ganz links. Ganz links. Neben dem Bett. Ja, hast du es gesehen? Nee, aber gut, dass du es siehst. Also wir sehen übrigens zwei unterschiedliche Dinge. Echt? Also ich meine, wir sehen zwar dieselbe Sicht, aber Geisterorb siehst du in anderen Momenten als ich. Oh, echt? Ja. Aber es war auf jeden Fall Geisterorb. Ja, es ist ein Meer. Ja, okay, wir wissen, was es ist. Was wollen wir denn noch machen? Also ich würde jetzt nur noch eine einzige Sache machen. Reingehen und ein besseres Foto vom Knochen machen. Weil wir haben nur 2-Sterne-Foto und ich will ein 3-Sterne-Foto haben. Okay, kann man denn irgendwas gegen den Meer machen? Lichter an kann man machen. Ja, du kannst Räucherding mitnehmen. Räuchern. Ja, nimm das mit. Hast du die Pille genommen? Ja. Ja, ja. Sicher, soll ich sie nicht nehmen, um angegriffen zu werden? Ja, willst du sterben? Nein, aber vielleicht... Ja, also... Dann kannst du da ein Bild von ihr machen. Ja, genau. Nee, egal, wir wollen ja nur Geld machen, also alles gut. Knochen, ich will Knochen fotografieren. Ach, du meinst die Knochen? Ja, ja, ich kann auch das nochmal... Ich dachte, du meinst sie. Ja, hast du das? Was? Hast du die Tür? Okay, gut. Hast du von dem Ding? Von dem Sand habe ich auch Fotos gemacht, ja. Wegen deinem Sand bin ich voll verwirrt. Du hast es zuerst gesagt, nur so zur Info. Margaret Taylor, zeige dich. Gib mir ein Zeichen. Wir hätten zuerst versuchen sollen, sie heraufzubeschwören und dann die Pillen, aber egal. Wir bleiben auf Meer und gehen, oder? Ja, es kann ja, glaube ich, auch nur Meer sein, oder? Hast du Meer? Ja, natürlich. Ey, guck mal, das Bild vom Knochen hat einfach nicht gezählt. Das erste Foto hätte schon perfekt sein müssen, schade. Oh, aber echt. Okay, wir können los. Ich bin zufrieden, wir haben überlebt. Ja, unsere erste Profi-Runde. Ja. Yeah! Pros. Wir hätten in den Knast gehen sollen, erste Pro-Runde. Yeah! Knicklicht-Party! Gut, so einfach 105. Geht doch. Ja. Ja. Das war's für diese seltsam lange, kurz. Ich weiß nicht, ob das zwei kurze oder zwei lange. Ich nehme einfach die. Nee, nehme ich diese. Egal. So, das war's mit einer weiteren Folge von Phasmophobia. Ich hoffe, viel Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüdelü! Bye bye! Tschüdelü.